Endlich ist es soweit. Victorinox hat ein feststehendes Outdoor, ein Bushcraft-Messer kreiert. Die klassischen Taschenmesser und Multitools, die kennst du ja. Aber jetzt gibt es ein wirklich Swiss-made, also gemacht in der Schweiz, komplett gemachtes Messer in der Schweiz. Mit vielen Zubehör. Das macht das Messer vielleicht, möglicherweise, zu einer neuen Bushcraft-Messer-Ikone. Und wenn du wissen willst, was es kann, bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der René Rossmann. Schön, dass du dabei bist. Ich melde mich hier aus dem wunderbaren Bushcraft-Areal auf waldurlaub.at. Ist das hier ein neues Bushcraft-Messer, ein neues Zeitalter vom Bushcraft-Messer? Wir werden es rausfinden. Felix Imlauf, der bei Victorinox arbeitet, hat dieses Messer hier gemeinsam mit einem Team entwickelt und es genau an die Bedürfnisse eines Bushcrafters angepasst. Lass uns damit beginnen, was dieses Messer nicht ist. Es ist kein taktisches Messer, es ist auch kein klassisches Survival One-Tool-Option-Messer, sondern es ist ein Schneidteufel. Es ist ein Schneidteufel, genau gemacht für den Bushcraft, also für den Waldhandwerk-Bereich. Was bedeutet das? Was macht ein Bushcrafter? Außer Kaffee trinken. Er schnitzt natürlich, ja. Das ist die klassische Aufgabe, das Schnitzen. Das Schnitzen. Und dieses Messer ist ein feststehendes, großartiges Messer, das genau diese Aufgabe erfüllt. Jetzt könnte man sagen, gut, die klassischen Schweizer Taschenmesser, da das Huntsman, das ja auch ein Klassiker ist, auch das kann man natürlich zum Schnitzen benutzen. Es gibt aber sehr viele Leute, die sagen, nö, das klappt ein, das mag ich einfach nicht. Zum Beispiel Survival Lily. Ich liebe Messer. Weil sie sich eben schon einmal wieder anhat. Und auch der Joe Vogel, der ja auch ein Survival-Profi da draußen ist, auch der sagt, schlicht nur einfach falsch. Und die sagen halt ein Fixed-Blade-Messer. Gut, jetzt könnte man natürlich auch sagen, bei Victorinox gibt es auch Klappmesser, die arretieren, das ist richtig. Aber die Stabilität von einem feststehenden Messer haben die A nicht und B, dieses Messer bietet natürlich zusätzliche Möglichkeiten. Wenn du dich für das Messer interessierst und willst damit brechen, aufreißen, schlagen, stechen, kauf was anderes. Wenn du aber sagst, oh, ich möchte die Klinge durch das Holz treiben und ich möchte Stück für Stück aus dem Holz herausarbeiten und dabei einfach glücklich sein, dann hat es 10 Punkte. Also das Ding ist so scharf, dass man natürlich Locken damit machen kann, aber ich muss da auch sagen, Es beißt wirklich so sehr, dass es fast schon zu scharf ist, um Locken zu machen. Nicht ich bin drauf gekommen, sondern ein Survival-Trainer-Kollege, der auch, ich gebe dir den Link auf den René Rossmann-Kanal, die waren heute bei mir von der Wildnisschule Waldkraft und wir haben ein bisschen Training gemacht für Nahrung. Und da sind wir drauf gekommen, dass man Locken perfekt mit dem Klingenrücken machen kann. Also ich weiß nicht, ob das Absicht ist, aber das ist so geniales, schönes Material und du schonst damit einfach auch die Klinge. Also das ist super und ich glaube auch, dass das perfekt ist zum Kinnsparen. Also das ist super. Ah, der Geruch ist ein Wahnsinn. Kinnsparen. Liebe Victorinox-Leute und Felix, was hast du dir dabei gedacht, hier ein Chimping einzubauen? Die Spitze ist so großartig zum Arbeiten und dann wird da ein Chimping eingebaut und der Daumen vom Rhein lädiert. Du, sowas tut man doch nicht. Nein, Spaß, ich weiß, es gibt so viele Leute, die total auf diese Chimpings abfahren und macht's das. Also mir taugt das hier nicht, aber da das Ricasso so schmal ist und man sehr viel Kraft überbringen kann, nicht nur Kraft, sondern es ist auch feines Arbeiten damit möglich. Jedoch, fairerweise muss man sagen, die Spitze ist wirklich so gemacht, dass es feines Arbeiten genau an der Kante massiv begünstigt. Also ohne dem Chimping wäre das Messer für mich perfekt. Das ganze Messer gibt es in zwei Ausführungen. Als Standardversion ohne dieses Bowtrill, also zum Feuerbohren, das Druckstück, sondern eben nur klassisch so. Ich glaube, da kostet das 50 Euro, so irgendwas. Billige Eigenwerbung, ich gebe dir den Link, wo du das bekommen kannst und natürlich auch meine Teile hier. Da gebe ich dir natürlich auch den Link. Billige Eigenwerbung muss immer sein. Aber damit bist du wirklich einmal dabei und kriegst viel Messer um ja, wenig Geld. Also das ist nicht ganz wie Mora, aber es ist auch besser wie Mora. Also das ist einfach besser wie Mora, finde ich. Und wenn ich mir ein Mora Ganzbol, und wenn du das Mora Ganzbol noch nicht kennst, dann sage ich dir, das ist das Walzkalpell, aber das hier ist genau dieselbe Liga. Also das beißt einfach rein und ist noch ein Ticken stabiler, aber das muss jeder für sich selbst entscheiden und ob du diese Funktion hier brauchst und auch die Möglichkeit andenkst, es zu erweitern, nämlich mit diesem Set hier, das musst du für dich selbst entscheiden. Es ist nämlich so, dass der Felix und das Team von Victorinox noch ein paar andere Dinge auch mit eingebaut haben, zum Beispiel das hier.
Das ist keine Waldflöte, sondern zum Anblasen von Feuer gedacht, damit das ein bisschen effektiver geht. Wenn du Bushcrafter bist und am Lagerfeuer sitzend mit feuchtem Holz hantieren musst, dann weißt, was ich mit dem meine. Es gibt aber auch einen Nachteil bei dieser Scheide, und zwar das Messer wackelt da drin. Der Felix hat ein Video gemacht und gezeigt, wie man das hier enger machen kann durch Erhitzen. Kann man tun. Das ist aber beim Feldkniven F1 auch so, dass das hin und her wackelt. Ich gehe aber davon aus, das ist auch dem geschuldet, weil es ja links- und rechtshänder kompatibel ist. Ich mutmaße das. Also wenn dich das stört, dann ist es nichts für dich. Gut, soll so sein. Das Ganze kann hier eingebracht werden und sitzt dann in einer Pro-Version. Und zwar, diese Pro-Version ist jetzt sozusagen ohne dieses Täschchen nur diese Halterung. Und in dieser Halterung ist natürlich das Messer mit dabei, aber er hat hier einen Feuerstahl eingebaut. Und der funktioniert natürlich, aber eines muss ich auch dazu sagen. Felix, wenn du glaubst, das ist ein Feuerstahl, dann sage ich dir, das ist ein Feuerstahl. Ein Spaß beiseite, das muss man halt wirklich auch mittragen wollen. Und ich finde es einfach großartig, dass man so einen kleinen Mini-Feuerstahl hier, und wenn man da geübt hat, kann man das auch. Und wenn es nicht allzu feucht ist, kann man das auch. Und Survival-Zunder kann man ja auch mit einstecken. Also alles kein Thema. Ist das hier in der Scheide mit eingebaut, das finde ich großartig. Es wäre jetzt feig, mit dem großen Feuerstahl das zu machen, da kann es ja jeder. Ich nehme einfach den von Victorinox mit dazu. Also mit Kinnspanarbeit, das ist schon eine klasse Sache. Und am liebsten ist man eigentlich wieder vorne diese Klingenspitze. Also mit der lässt sich so fein arbeiten und auch die Funken genau an die Stelle bringen. Also das ist schon, das ist wirklich super. Und hier vorne ganz, ganz scharf. Wie gesagt, ich hätte auf das Chimping, ich hätte da drauf gekackt, aber bitte, ich habe ja nichts zu sagen. Nein, ist ja egal. Es lassen sich so schöne Funken damit machen. Egal wie du den Feuerstahl jetzt benutzt, das ist einfach Welt, ja. Billige Eigenwerbung, dieses wunderbare Produkt gibt es natürlich bei uns im Shop, gebe ich dir den Link. Und natürlich auch das Pocket oder Neck Carry für Victorinox in unterschiedlichen Farben und für unterschiedlichste Modelle. Auch das gibt es im Shop. Billige Eigenwerbung ist aber jetzt ausversprochen. Was ich total super finde, ist diese Victorinox Pinzette, die hier standardmäßig dabei ist, und ein Kugelschreiber. Gut, den würde ich nicht brauchen, aber vielleicht hat irgendjemand eine kreative Idee, was man da sonst einbauen könnte. Hätte eine Bushcraft Harpunenspitze. Naja, gut, sei es drum. Das ist ja alles in dieser Scheide mit dabei, ist auch Techlock-kompatibel, das heißt, du könntest hier ein Techlock mit dazugeben. Da ist eine Gürtelschlaufe, die ist auch relativ breit. Und dann gibt es noch diese kleine Klappe hier mit dazu, die kostet extra. Ich glaube, wenn man alles zusammen nimmt, wenn man alles zusammen kauft, kostet das um die 180 Euro. Aber da ist jetzt auch was dabei, nicht nur diese Hülle. Und zwar einerseits, da ist hier so ein Bohrer mit dabei, ein 2 cm Bohrer. Den kann man hier hinten mit einsetzen und dann kannst du hier wirklich auch schön bohren. Und ich glaube, dass das auch ein Grund ist, warum diese Scheide abnehmbar ist, damit man eben das Messer im gesicherten Zustand fürs Bohren benutzen kann und auch fürs Bowtrill, also für das Feuerbohren im gesicherten Zustand benutzen kann. Das hat Vorteile, kann aber auch Nachteile haben, das musst du für dich selbst entscheiden. Also ich habe einige Messer und ich verwende das beim Bowtrill in dieser Art und Weise, aber das muss auch jeder für sich selbst entscheiden. Also das ist halt wirklich komplett bushcraftig und das passt genau in die Art und Weise, wie der Felix Immler arbeitet. Wenn du ihm auf seinem Kanal folgen magst, dann wirst du sehen, dass er mit diesen Bohrern sehr viele Projekte umsetzt. Und klassisch, wenn du auf Instagram gehst oder diese YouTube-Short anschaust, dann hat natürlich jeder Bushcrafter, der da draußen Videos macht, schon einmal einen Raketenofen damit gebohrt. Also es gibt da viele Möglichkeiten, um das zu benutzen. Auch das ist mit dabei. Das Ganze wird hier seitlich eingebracht, fixiert und kann dann mit dieser Klappe noch einmal geschützt werden, wenn man da eben nicht unbedingt drauf greift. Wird hier eingehängt auf der Seite. Und da sitzt die Sache wieder, ja, richtig schön fest. Aber es gibt natürlich noch etwas. Und so im vorderen Bereich hat der Felix 2 Schleifsteine eingebaut. Und ich glaube, die gehören da rein. Und wenn ich mich nicht irre, haben die genau den richtigen Winkel, um das Messer nachzuschärfen. Und dass das genau den richtigen Winkel hat, das ist Welt. Das ist wirklich Welt. Und wenn du sagst, ich brauche keine Apparatur,
meine Hand und mein Augenmaß reicht, um diesen Flachschliff hier abzuziehen, dann kannst du das natürlich auch auf die gute alte Art und Weise machen. Wenn du fertig bist, einfach wieder einstecken, Klappe drüber, hier einfädeln. Das ganze System ist so überlegt, dass ich mir hundertprozentig sicher bin, dass die da viele hunderte, wenn nicht sogar tausende Stunden daran gearbeitet haben als Team, um das hier hinzubekommen. Die Überlegung, hier einen Feuerstahl mit einzubauen, die Pinzette, den Kugelschreiber, kompatibel mit einem Techlock und auch mit Mollestreifen. Die Idee des Verstauens von einem Schleifer, damit man das Messer immer scharf halten kann und zum Bau von unterschiedlichsten Bushcraft-Projekten auch einen Bohrer mit dabei zu haben, ist schon etwas Einzigartiges. Ich höre jetzt den einen oder die andere sagen, ja, all das Zeug ist cool, aber das könnte ich doch im Rucksack oder in meiner Tasche oder sonst irgendwie in Hosensack mit transportieren. Klar könnte man das, aber jetzt muss man es nicht mehr. Es ist zu früh, eine endgültige Meinung zu diesem Messer zu haben. Dazu habe ich es zu kurz im Einsatz. Ich kann da aber eines sagen, es taugt mir. Es liegt richtig gut in der Hand, zumindest in meiner Hand. Das Ganze hat einfach extrem viel Struktur. Du hast viel Messer für meiner Meinung nach auch einen äußerst fairen Preis, wenn man daran denkt, dass das alles in der Schweiz produziert wurde, in Europa. Und wenn ich daran denke, wie viel Detailliebe da drin ist, muss ich wirklich sagen, super Job. Ist das meiner Meinung nach das überzeugendste Bushcraft-Konzept, das ich bis jetzt gesehen habe. Und das kann ich mit Fug und Recht behaupten. Ich habe schon viele Bushcraft-Messer gesehen, aber das hier ist einfach... Mir ist natürlich klar, dass 180 Euro für so ein Messer ein stolzer Preis sind, aber du kriegst auch wirklich viel. Und wenn du sagst, nein, ich brauche diesen Bohrer und den Schleifer nicht und du nimmst nur die Pro-Version, dann liegt es, glaube ich, bei 110 oder 120 Euro. Gebe ich da unten den Link, schau dir das an. Und wenn du sagst, dir reicht das Messer mit der Scheide und dem, dann bist du mit 60 Euro dabei. Und da muss ich das schon sagen. Und dafür, dass du ein Messer direkt gemacht in der Schweiz bekommst, mit diesen Features, muss ich sagen, Preis absolut gerechtfertigt. Wirklich top.